Okidoki. Die Rex haben natürlich auch ihren Weihnachtsbaum, ist ja klar. Und ich habe denen auch so ein Geschenk vorbereitet. Hallo und fröhliche Weihnachten euch allen. In unserer Basis herrscht wunderschöne Weihnachtsstimmung. Wir feiern dieses Jahr in Ghillie-Suit und Riot Chestplate. Alle Zeit bereit sozusagen. Aber immerhin haben wir unsere Weihnachtsmütze aufgesetzt, genauso wie alle unsere Dinos. Und ich finde, den neuen Eulen steht die Mütze so gut. Die sollten eigentlich mit Weihnachtsmütze spawnen, meiner Meinung nach. Was meint ihr? Sieht super cool aus. Wir haben jetzt hier die Holiday Delight Mod mit dabei. Und ja, einfach um so ein bisschen für Weihnachtsstimmung zu sorgen. Das ist im Vanilla immer so ein bisschen schwierig. Obwohl wir da schon richtig gute Weihnachtsbaum-Builds gesehen haben, natürlich. Aber der Skin hier ist natürlich auch richtig gut. Jetzt haben wir so einen echten Weihnachtsbaum hier drin stehen. Es gibt natürlich auch Geschenke. Wunderbar. Irgendwo, genau da draußen, steht unser großer Weihnachts-Gacha. Schmeckt's? Und wir haben sogar so einen Schlitten hier drin stehen. Den Santa-Schlitten, da kann man sich auch reinsetzen. Ich glaube, den kann man nicht ziehen und auch nicht fahren. Aber der sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Echt nice. Okay. Ich denke, heute machen wir einfach mal ein paar Geschenke auf. Und vielleicht gehen wir danach nochmal los und zähmen uns irgendwas richtig Cooles. Ich denke, das geht Weihnachten auch ganz gut. Mal gucken, was wir so finden. Wir brauchen ja noch Dödis und Biber, ne? Und Dödis stehen die Weihnachtsmützen auch super gut, das wissen wir ja schon. Biber, die könnte man vielleicht eher so als Nussknacker verwenden, ne? Okay, jetzt schauen wir erstmal in die Geschenke rein und mal gucken, was da so rauskommt. Ich bin super gespannt. Mal schauen. Wir machen jetzt einfach mal der Reihe nach auf. Hier ist so ein cooler Kristall drin. Und zwar ein, ich glaube, Apprentice-Kristall, oder? Das ist ein ganz normaler Kristall. Das geht ja nicht so gut los heute. Mit Badge. Okay. Was haben wir hier? Das ist jetzt ein Apprentice-Kristall. Okay. Macht euch bereit. Da kann jetzt alles Mögliche rauskommen. Theoretisch auch wieder irgendein Mastercraft-Item. Wir hatten das ja alles schon. Und bam. Oh, Mastercraft. Das ist nicht schlecht. Das ist ein ziemlich guter Start. Wir haben jetzt 264 Rüstung mit dem Gerät. Unsere Chestplate hat 431. Das ist natürlich schon eine Ecke besser. Aber das ist ja der Helm, ne? Also schon ziemlich nice. Den heben wir uns auf jeden Fall auf. Das ist ein guter Drop. Was haben wir denn hier? Apprentice Gacha Crystal. Und auf die Plätze, fertig. Okay. Apprentice Stone Hatchet. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal hatte. Oh, danke, Owen. Sehr freundlich von dir. Hat uns hier was hergespuckt. Also, ich weiß nicht, ob das Ding vielleicht, naja, 162 Weapon Damage ist zu wenig. Ich denke, damit das mit der Metallaxt mithalten kann, müsste das schon 300, 400 plus haben, ne? Vielleicht sogar 600. Schau mal, was hier drin ist. Der Ramshackle-Kristall, okay. Okidoki, mal gucken, was aus dem Ramshackle-Gerät rauskommt. Ich denke, da sind wir dann schon ein bisschen niedriger vom Level her unterwegs. Da wird kein Mastercraft rauskommen. Mal schauen. Bam, Apprentice, das ist doch auch ziemlich gut. Schon wieder Riot Gear. Also Riot Gear kommt scheinbar ziemlich häufig raus, ne? 208. Es wird jetzt immer ein bisschen weniger, aber das war auch nur ein Apprentice-Kristall. Also wir sind echt gut dabei. 208 Armor. Ich denke, wir legen immer nur eins von den Teilen an, ehrlich gesagt. Die haben so schlechte Insulation-Werte, dass uns da immer zu heiß oder zu kalt drin ist. Aber die Armor-Werte sind natürlich absolut Spitzenklasse. Hier haben wir noch einen Apprentice-Kristall. Den machen wir auch auf. Und bam, eine Mastercraft-Armbrust. Zu spät, die nutzen wir ja gar nicht mehr. Damit verschießen wir wahrscheinlich nur noch Enterhaken oder so, ne? Naja, kann man nichts machen. Das Ding kann man, glaube ich, nicht verwenden. Das packen wir einfach wieder ein. Das können wir irgendwem anders schenken, ne? Einfach weiter verschenken. Muss man ja niemandem erzählen.
Okay, ich glaube, wir haben alle Geschenke aufgemacht. Super nice. Und ehrlich gesagt waren das eigentlich ziemlich gute Geschenke, ne? Gute Arbeit, Megan. Da warst du echt ziemlich gut dabei in diese Weihnachten. Wir haben zumindest ein Mastercraft-Item bekommen. Und das sind zwei, ne? Zwei Mastercraft-Items. Und dazu noch richtig gute Rüstungsteile, die wir auch richtig gut verwenden können. Nice. Also Gachas sind echt die besten Weihnachtsmänner hier in Ark. Okidoki. Die Rex haben natürlich auch ihren Weihnachtsbaum, ist ja klar. Und ich habe denen auch so ein Geschenk vorbereitet. Und zwar haben wir hier ein Riesengeschenk mit einem Rex-Sattel. Den haben wir jetzt endlich gelernt. Und ich habe da auch schon welche hergestellt. Ich glaube, du bist schon gesattelt, ne? Hier, Tracy ist schon gesattelt. Ich habe jetzt auch allen Dinos endlich mal Namen gegeben. Ich glaube, die hatten letzte Episode immer noch keine Namen, ne? Unser Raptor heißt natürlich Joe, ist ja klar. Und dann haben wir da Tracy. Und hier draußen ist noch unser Small Arms unterwegs, ohne Sattel. Der kriegt seinen Sattel jetzt. So. Und einen Hut haben wir auch noch, ne? Süp. Geht das nicht? Achso, das ist so ein Menschenhut, ne? Schade. Na gut, dann machen wir das anders. Warte mal einen Moment. Du kriegst auch so eine coole Mütze. Da haben wir ja noch ein paar. Süp. Bam. Yeah, Tech-Rex mit Mütze. Okay. Du hättest jetzt auch noch einen Moment warten können. Okay. Der ist definitiv nicht kamerascheu. Okidoki. Ja, dann haben wir die Geschenke ja schon aufgemacht eigentlich. Das heißt, wir haben jetzt wieder Zeit, um nach neuen Dinos zu suchen, oder? Ich denke, wir drehen noch eine Runde, nutzen unseren Weihnachtsabend, um vielleicht noch irgendwas Nützliches zu zähmen. Ich suche mal hauptsächlich nach Bibern und Dödis, wie gesagt. Dödis gibt's ja, ich glaube, in dieser Richtung, ne? Also im Westen müsste es Dödis geben und im Osten gibt's jede Menge Biber. Gehen wir mal zuerst Dödis suchen, das ist wichtiger, weil ich so viel Steinbauteile brauche. Holz ist natürlich auch wichtig, aber... Ja, Holz ist eigentlich genauso wichtig. Ist eigentlich fast egal. Wir brauchen Biber und wir brauchen Dödis. Okay, da sind wir. Wir sind jetzt ganz woanders. Wir sind jetzt im Osten der Map bei den Bibern mit Tracy. Ich habe mit Tracy einmal die gesamte Gegend aufgeräumt. Also wir sind einmal im Kreis gelaufen, haben alles gefressen, was hier rumgelaufen ist. Und jetzt ist hier Respawn. Und da ist tatsächlich was Gutes gespawnt. Da ist nämlich so ein Level 100er Biber unterwegs. Dödis habe ich leider gar keine gesehen im Westen. Beziehungsweise so ein paar super Low Level, so Level 10, Level 15. Die zählen nicht. Aber der Biber, ich denke, ein Level 100er könnten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich denke, das machen wir jetzt auch. Sind da noch andere Biber? Moment. Sehe ich keinen. Och, da hinten ist noch einer. Ich glaube, der ist weit genug weg. Level 24. Okay. Ich denke, wir nehmen mal die Flinte raus und legen den hier schlafen. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Fund, ein Level 100er. Ist halt kein Level 150er, aber ihr wisst ja, wie schwer das hier ist, irgendwelche Max-Level-Dinos zu finden. Oder Säugetiere. Ja, bleib mal da sitzen. Nee, das funktioniert nicht. Oh je. Die Brücke hat den Dart gefressen. Kriegen wir da einen Headshot hin vielleicht irgendwie? Nee. Wow, 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 wow. Nicht so gut. Die Brücke ist komisch. Oh, oh. Ich glaube, wir rennen wieder hoch zu Tracy. Wo bist du? Der Biber ist weg. Aber hier ist, glaube ich, eine gute Ecke, um den zu zähmen. Hier kommen die wilden Viecher nicht so schnell hin. Wo ist er denn jetzt? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Der war doch eben noch hinter uns. Der hat mich doch gebissen. Da geht's schon wieder los hier. Was zum Teufel hat er gemacht? Ist er vielleicht müde geworden und komplett weggelaufen oder so? Aber wir haben ja erst dreimal auf den geschossen. Was bist denn du für ein Dillo? Ich hoffe, wir finden den wieder. Das wäre uncool sonst. Nee. Oh, das ist so schwierig mit dem Revolver. Der ist komplett falsch eingesightet hier. Oh, da.
Ist er das? Ich glaube, er ist müde geworden. Sonst wird er doch nicht weglaufen. Okay, jetzt läuft er nicht mehr weg. Lauf, lauf, lauf! Ich glaube, der ist noch nicht müde. Gehen wir mal hier hoch und machen das vielleicht von da oben. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Spot hier. Da kommt er. Kommst du hier hoch? Nee, kommst du nicht hoch. Oh! Was haben wir getroffen? Schon wieder den Felsen. Ich glaube, die haben keine Kopf-Hitbox. Sieht nicht so aus. Okay, ich glaube, er schläft, oder? Der liegt da so platt. Easy peasy. Nice. Level 100 da. Du bist ein Weibchen. Kampfmusik. Okay. Ich glaube, wir haben es gemeistert. Und wurden nur einmal gebissen. Das ist schon mal gut. Biber haben nämlich große Zähne. Und wir sind hier direkt bei der Base Location. Die kennt ihr ja schon. Ja, hier fliegen überall so Blätter rum. Die Gegend ist echt mega gut. Hier gibt es auch ziemlich dichte Wälder. Also ich weiß nicht, wo es mehr Bäume gibt als hier auf der Map. Vielleicht unterirdisch, ne? Da gibt es, glaube ich, auch ziemlich viele Bäume. Aber das ist schon echt cool hier. Hier gibt es Wasser, hier gibt es Bäume, hier gibt es Steine. Hier gibt es auch Metall. Und da wachsen überall Laternen. Die kann man auch richtig gut mit Tracy abfarmen. Tracy hat unglaublich viele Laternen gefarmt. Das Problem ist, der ganze Crystal und das Metall ist einfach zu schwer. Das kann Tracy nicht tragen. Wir leveln hier kein Gewicht auf dem Rex. Das wäre Verschwendung. Deswegen musste ich das alles wegwerfen. Ich hätte unbedingt so ein Paket mitnehmen sollen. Ne? So ein Supply Drop. Oder wie man das nennt. Supply Crate. Dann hätten wir das Zeug nach Hause schicken können. Das wäre super praktisch gewesen. Naja, das nächste Mal dann. Da sollten wir immer welche dabei haben. Dann schicken wir nämlich die Ressourcen einfach nach Hause und sobald wir wieder zu Hause sind, können wir die dann ausladen und in die Kisten verpacken. Okay, ich denke, wir brauchen Berries. Du hast bestimmt keine Berries, oder? Ist ja nicht. Manchmal haben T-Rex auch Berries, aber unserer nicht. Ich werde jetzt erstmal Measure Berries sammeln. Das ist ein Level 100er, das heißt, wir brauchen schon ein paar Berries und wahrscheinlich auch einiges an Zeit, bis der auszähmt. Ich vermute, der sollte da safe liegen. Der wird ja nur von größeren Sachen angegriffen, das heißt von Defense Units und Kanos und ich glaube Raptoren nicht, oder? Möglicherweise noch Raptoren? Ich weiß gar nicht, ob es hier Raptoren gibt, aber Kanos habe ich hier schon gesehen in der Gegend und Defense Units gibt es ja überall in der City. Aber ich glaube, der liegt da relativ safe, also wir müssen uns da nicht keine Sorgen machen, denke ich. Das heißt, ich werde mal mit Tracy weiter rumziehen, bisschen leveln und essen. Ja. Ja, wir haben schon ganz gut hochgelevelt. Tracy hat jetzt 540 knapp Melee-Damage, 10.000 HP. Ich denke, das ist schon ganz gut. Wir machen jetzt 300 noch was Schaden. Oh, hier gibt es auch so viele Biber-Dämme, das ist das totale Paradies. Aber mit unserem Enforcer, also mit The Force, haben wir, glaube ich, 400 gemacht. Ne? Oder sogar 600? Ich glaube, inzwischen 600. Natürlich nicht an den normalen Dinos, sondern nur an den Corrupted Dinos, aber das sind ja die, die wir später bekämpfen wollen. Ich denke also, The Force ist immer noch die beste Lösung. Ich glaube, Tracy ist nicht so gut. Und Tracy macht halt einfach mal nur halb so viel Schaden. Hat zwar auch doppelt so viel Hitpoints, aber ist halt auch nicht so mobil, nicht so praktisch. Muss immer Ausdauer regen. Viel langsamer, nicht so wendig. Also ich denke, dass The Force wirklich die beste Lösung ist, um diese ganzen Events anzugehen. Mal gucken. Hier gibt es übrigens auch Caprosuchus und Frösche. Da vorne ist ein Caprosuchus. Der legt sich mit der Schildkröte an. Level 20 Schildkröte. Der Caprosuchus ist auch low, den kenne ich schon. Hier ist ein Frosch, der ist auch low level. Machen wir aufessen. Und ja, die essen wir auch mal hier auf. Ich denke, wir müssen so ein bisschen aufpassen, wo wir hintreten. Hier gibt es viele Stellen, wo ich nicht weiß, ob wir wieder rauskommen, wenn wir da reinfallen. Zum Beispiel direkt da vorne an dem Wasserfall. Ich glaube, wenn unser Rex da reinfällt, dann ist der erstmal weg. Dafür gibt es, glaube ich, später noch eine Lösung in Extinction. Aber die haben wir, glaube ich, noch nicht freigeschaltet. Sollen wir das ganze Fleisch hier rausschmeißen? Süp. Oh. Kommt da? Oh.
Ich glaube, da kommt so ein Event-Drop runter. Voll gut. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch wieder die Events anbieten. Nice. Wow, wow, wow. Da geht's schon wieder los hier. Da ist schon wieder so ein Kometenschauer. Und ich habe das mal so ein bisschen beobachtet. Wow. Der ist ziemlich nah eingeschlagen. Bäm, da oben. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen, das Schild. Schon wieder das Schild. Also ich denke, dass wir in der City safe sind. Ich sehe jetzt häufig welche in dem Schutzschild einschlagen. Und die, die runterkommen, die sind eigentlich normalerweise schon außerhalb. Ja, da drüben schlagen sie auch in die Kuppel ein. Also ich glaube, unter den Kuppeln und in der City ist es inzwischen safe. So die Hoffnung. Wir stehen ja auch unter der Brücke, also ich denke, wir sind super safe. Obwohl da einige immer so in der Nähe irgendwie einschlagen. Na gut, jetzt gucken wir mal, was der Biber so macht. Auf die muss man so ein bisschen aufpassen. Die haben nämlich, die verlieren ziemlich schnell ihr Torpor. Und ich habe leider keine Narkotics mehr dabei, weil mir die so ein Vogel geklaut hat. Das heißt, wir haben jetzt keine mehr. So ein Ich, die hat die mir einfach gemobst. Und jetzt stehe ich hier erstmal ohne Narkotics da. Da müssen wir wieder welche mitnehmen. Ich denke, ich gebe ihm noch ein paar Narco-Berries. Der frisst ganz gut. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Diese Kometenschauer dauern echt lange. Die machen mir immer noch ziemlich Angst. Also soweit ich weiß, da wo die einschlagen, wächst kein Gras mehr. Alles was da steht, ist dann tot. Also das ist echt mega uncool. Das war's Schutzschild. Ich glaube, wir sind safe. Ich hoffe es. Bam! Super nice. Wir sind fertig. Ich glaube, irgendwo hier in den Strukturen versteckt sich irgendwas Mechanisches. Jedes Mal, wenn ich in die Nähe komme, macht das hier komische Geräusche. Na gut, ist aber nichts passiert. Also, schon wieder. Habt ihr das gehört? Super komisch. Also der Biber hat keine Scharniere. Der kann nicht so komisch quietschen. Das muss irgendwas anderes sein. Ich habe aber nichts gefunden. Bisschen komisch. So, wir gehen jetzt erstmal nach Hause und dann wird der Biber gesattelt. Wir müssen jetzt zu Fuß nach Hause laufen. Ich denke, wir gehen mal da vorne links hoch. Das ist nicht allzu weit und der Weg ist eigentlich auch super easy. Wir sind hier genau auf der Autobahn, da geht er so quer durch die City, gehen da so Straßen durch. Also wir sollten eigentlich ziemlich schnell da ankommen. Das ist ganz praktisch. Man kann sich hier echt gut bewegen in der Stadt. Ist natürlich auch ziemlich safe. Abgesehen von so ein paar Defense Units, die uns manchmal was wollen, passiert hier eigentlich nicht viel. Also ich gehe davon aus, dass wir gleich safe nach Hause kommen. Wieso ist der denn so schnell runtergekommen? Ich glaube, der ist gerade gespawnt. Und vom Himmel gefallen. Hört ihr das? War gerade schon wieder sowas. Da ist ein Raptor. Also hier gibt es auch Raptoren. Ich glaube, das ist diese Drohne da gewesen, oder? Irgendwas macht hier immer diese elektronischen Scharnier-Quietsch-Sounds. Raptor? Wo ist der Raptor? Da ist er. Level 15. Na gut, den lassen wir mal hier. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Und da sind wir langsam wieder zu Hause. Das war echt ein langer Ausflug. Die Rexe und ihre Ausdauer und so. Das dauert immer einen Moment. Ich habe schon wieder Ichtis getroffen. Deswegen habe ich die Rifle draußen. Die sind so ein bisschen unentspannt. Okay, du folgst doch mir. Wieso kommst du dann nicht mit? Folgt mir, aber steht hinterm Rex. Verstehe ich nicht. Komm mal hierher. So. Super gut. Jetzt haben wir ein 149er Biber. Jetzt brauchen wir natürlich noch den Sattel. Den müssen wir, glaube ich, noch lernen, oder? Biber-Sattel. Biber? Okay. Kasteroides. Da ist er. Go, go. Den müssen wir, glaube ich, in der Smithy herstellen. Ja. Süp. Ressourcen sollten wir alle haben. Oder? Cementing Paste und Metal. Metal haben wir auf jeden Fall. Cementing Paste? Haben wir irgendwo Cementing Paste?
Ich hoffe es. Cementing Paste müssen wir immer herstellen. Oder den Bibern klauen. Sie haben ziemlich viele Ressourcen. Vielleicht ist da irgendwo Cementing Paste dabei. Okay, da ist Cementing Paste. Gute Menge. Komm, bam. Biber Demi. Rein damit. Kasteroides? Nee. Da ist er. Go, go. Das heißt, wir können von jetzt an gescheit Holz sammeln. Das ist gut. Das Zeug ist nämlich ziemlich schwer und von Hand immer ein bisschen unpraktisch zu transportieren. Da sind die Biber auf jeden Fall mega nützlich. So. Die haben ja den super guten Gewichtsbuff. Bei uns wiegt das Zeug 14,5 und beim Biber nur 7 1/7. Also, das ist schon ziemlich gut. Okay. Jetzt ist die Frage, was wir leveln. Ich denke, wir leveln einfach ein bisschen Gewicht. Vielleicht ein bisschen Melee-Damage. Vielleicht 3000 Hitpoints. Draußen ist ja auch gefährlich, ne? Und dann sollte das eigentlich alles passen. Du kriegst jetzt noch deine Mütze natürlich. Das ist eine Menschenmütze, oder? Okay, das hier war der richtige. Das ist ein Dino-Hut, oder? Dino-Center-Hut. Bam, bam. Easy. Nice. Okidoki, dann fehlt das jetzt eigentlich nur noch von den wichtigen Ressourcendinos so ein Dödi. Die sind irgendwie schwer zu finden. Aus irgendeinem Grund sind die alle super low level. Die spawnen halt nicht so häufig wie die Biber. Aber der Biber war eigentlich, den haben wir recht schnell gefunden. Das hat jetzt nur eine halbe Stunde gedauert oder so. Das ist noch im Rahmen. Okay. Ja, dann müssen wir glaube ich langsam schon wieder Schluss machen. Wir haben Geschenke ausgepackt. Wir haben den super coolen neuen Biber. Wie nennen wir dich denn? Du bist ein Weibchen? Ein weiblicher Bibername. Ja, dann nehmen wir einfach das Einfachste, oder? Bibi! Bibi, unser Biber! Yeah! Biber sind super witzig. Vor allem, wenn sie laufen und immer mit dem Schwanz auf den Boden klatschen. Die haben so einen etwas seltsamen Laufstil. Aber die sind gar nicht langsam. Die sind deutlich schneller als T-Rex auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die Ausdauer ist, wenn man sie reitet, aber wenn sie hinterherlaufen, sind sie echt schnell. Okidoki. Ich hoffe, euch hat die Weihnachtsepisode gefallen. Ich glaube, wenn ich eine gesamte Ghillie-Suit anlege, dann sieht man mich vom Weihnachtsbaum hier gar nicht mehr. Also Ghillie-Suits funktionieren offensichtlich. Das ist ja schon mal gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Heiligabend. Oder ganz normalen Abend, wann auch immer ihr das Video hier seht. Und danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.